Okay, los! Ich kann es nicht tun! Niemals! Sieh dir das an! Ew! Hört auf, Leute! Ich bin klatschnass! Was macht ihr da? Oh, haben wir das getan? Unsere Schuld! Das war's! Mit dir und mir ist es vorbei! Was soll ich jetzt tun? Ist schon gut, Kumpel. Ich werde mit dir zum Ball gehen, es sei denn, geh mit diesem Mädchen. Sie? Ernsthaft? Geh zu ihr. Oh, gut. Es ist Zeit, mein Bestes zu geben. Hey, wie geht's? Vergiss, dass ich gefragt habe. Nun, hallo, Hübscher. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Willst du zum Ball gehen? Sicher, das wäre super. Ich dachte, du würdest ja sagen. Okay, machen wir es. Das ist so aufregend. Er hat mich tatsächlich zu einem Date eingeladen. Und was für ein Junge. Ja, ja. Was auch immer. Halt still. Oh, mein erster Kuss. Was? Nein. Das wird nicht passieren. Hä? Was ist hier los? Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Was soll das heißen? Siehst du es nicht? Du hast Pickel. Das ist okay. Ich quatsche sie aus. Dieser sieht saftig aus. Nur, halt. Aber. Das verstehe ich nicht. Du brauchst ihn nicht rauszuquetschen. Ich habe etwas für dich. Es ist hier drin. Sieh dir das an. Es wird all deine Pickelprobleme lösen. Machen wir uns an die Arbeit. Wird das wehtun? Oh, das fühlt sich komisch an. Bist du sicher, dass es funktionieren wird? Vertrau mir, die Pickel sind dann längst verschwunden. Das ist die letzte. Wahnsinn, meine Haut fühlt sich so glatt an. Was meinst du? Das könnte schwieriger werden, als ich dachte. Ich brauche etwas gegen die Makel. Aha, die Aloe-Pflanze. Mutter Natur lässt mich nie im Stich. Ich nehme dieses Blatt. Damit ist das Problem gelöst. Ich muss nur noch das Gel auspressen. Jetzt kommt es. Ich sammle es in dieser Schale. Ich glaube, das war's schon. Jetzt streue ich ein bisschen Glitzer hinein. Dadurch erhält deine Haut ein Peeling und es verleiht ein wenig Glanz. Dann mische ich alles zusammen. Fast geschafft. Ich denke, es ist fertig. Dieses Rezept lässt mich nie los. Worauf warten wir noch? Ich nehme besser meine Brille ab. Ich tupfe die Aloe-Mischung auf deine Makel. Ich bin froh, dass ich eine Menge gemacht habe. Wir werden es brauchen. Es ist kalt, aber es fühlt sich gut an. Es ist wie eine Gesichtsmaske. Und was nun? Soll ich einfach warten? Das ist lang genug. Wischen wir es ab. Ich liebe die besonderen Momente, die wir haben. Wie war das? Wow, das fühlt sich toll an. Es funktioniert jedes Mal. Los geht's. Wahnsinn, meine Haut leuchtet. Sie hat noch nie so gut ausgesehen. Die Pickel sind weg. Vielen Dank. Zeit für einen Snack. Ich liebe Nudeln. Stimmt etwas nicht? Ich möchte für den Ball gut aussehen. Und ich weiß genau, was zu tun ist. Einen Moment bitte. Ich esse meine Nudeln auf. Was machst du denn da drüben? Überraschung. Was hast du getan? Gehst du auf die Clownschule? Magst du es nicht? Ich fand das sehr stilvoll. Es geht zurück ans Zeichenbrett. Warte mal, vielleicht kann ich helfen. Hier muss etwas drin sein. Aha, das wird reichen. Olivia, sieh dir das an. Klebeband? Wirklich? Bleib still. Das ist irgendwie seltsam. Ich klebe das Klebeband um deine Augen, einfach so. Und das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Sieht gut aus. Jetzt brauche ich Lidschatten. Dieses Blau wird dir sehr gut stehen. Es bringt deine Augen zum Strahlen. Ich reibe es in die Ecke des Bandes. Es geht so schnell und einfach. Dann ziehe ich das Klebeband ab. Es ist, als würde man ein Pflaster abnehmen. Und die Ergebnisse sind erstaunlich. Du wirst es lieben. Wie ist das? Besser als dein Versuch. Aber das ist nicht ganz so richtig. Lass mich nachdenken. Oh, meine Gabel. Das wird nützlich sein. Was machst du da? Ich brauche einen Pinsel. Dies wird mein Meisterwerk sein. Es geht los. Ich fahre mit dem Pinsel über die Gabel. Aber nur äußerlich. Gut, dass das niemand sehen kann. Jetzt kann ich die Gabel entfernen. Ich muss das Make-up einpinseln. Das kitzelt. So kann man wunderbar konturieren. Es hebt deine Gesichtszüge wirklich hervor. Wir dürfen deine Wangen nicht vergessen. Ein schneller Pinsel. Und dann hier drüben.
Und das war's. Ich bin ein Künstler. Schau mal. Oh, wow. Bin ich das wirklich? Ich liebe es. Du bist ein Zauberer mit dem Schminkpinsel. Und wie geht es weiter? Wir sind noch nicht ganz so weit. Wir brauchen frische Kleidung. Was hast du hier drin? Schauen wir es uns an. Trägst du das tatsächlich? Das hat meine Oma gestrickt. Es ist ein Klassiker. Ich gehe rein. Nein, niemals. Hey, vorsichtig. Vorsicht. Ich mag das hier. Es muss doch etwas geben, das ich tragen kann. Ich hab's kapiert. Wie wär's damit? Das ist es. Nein, dreh dich um. Ich muss mich umziehen. Magst du es nicht? Na gut. Ja, das wird reichen. Zeit für einen schnellen Wechsel. Ich fühle mich so wohl. Aber ich muss noch einige Änderungen vornehmen. Ich stecke meinen Arm in den Nacken und mache das Gleiche mit dem anderen. So weit, so gut. Jetzt nehme ich die Ärmel und wickle sie um die Taille. Ich binde sie am Rücken zu einem Knoten zusammen. Es gibt noch eine Sache zu tun. Mein Haar. Das war's. Liam, du kannst jetzt schauen. Wow, ich kann es nicht glauben. Ist das gut so? Du siehst umwerfend aus. Bist du es wirklich? Du bringst mich um den Verstand. Ich bin so froh, dass wir das tun. Ich weiß genau. Ich habe nie gedacht, dass ich einmal hier bei dir sein würde. Ich habe sehr viel Spaß. Es gibt noch eine Sache, die wir tun müssen. Du hast meine Gedanken gelesen. Wow, alle in diesem Magazin sehen so toll aus. Haben die ein Glück? Ich wünschte, ich wäre so modisch. Oh, interessant. Das gibt's nicht. Süße, du musst dringend was an den Augenbrauen machen. Schnapp dir eine Pinsette und fang an. Wurde ich gerade von einem Magazin beleidigt? Ich meine, ist doch nicht so schlimm, oder? Wahrscheinlich sollte ich doch was unternehmen. Aber was? Ich habe keine Pinsette. Oh, mein Mäppchen. Vielleicht finde ich hier was Brauchbares. Kleber? Nee. Oh, eine Augenbrauenbürste. Nein, das klappt nicht. Es gibt nur eine Sache. Ich muss shoppen gehen. Wow, all diese Produkte. Hier muss es doch eine Pinsette geben. Wo sind sie? Aha. Oh, wow, so viel Auswahl. Oh, die sind perfekt. Die werden die Arbeit erledigen. Bald werde ich zwei Augenbrauen haben. Was für ein Tag. Ich nehme die hier bitte. Sicher, das sind... Wow. Reicht das? Nein, die kosten 50 Euro. Für eine Pinsette? Kann ich mir nicht leisten. Hey, ich kann dir helfen. Benutze einfach Münzen zum Augenbrauenzupfen. Vertrau mir. Okay, tut das weh? Nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Drücke einfach die Münzen zusammen und klemme das Haar ein. So kannst du sie einfach zupfen. Bin ich froh, dass wir hier einen Staubsauger haben. Wir sind fertig, schau mal. Wow, das ist ja großartig. Danke. Kein Problem. Fast fertig. Mama sagt, ich muss mich um meine Haare kümmern. Oh, ein riesiger Pickel. Nein, ich darf nicht drücken. Vielleicht nur ganz kurz. Aber das war echt aufregend. Ich sollte den Dreck abwischen. Ist so cremig. Schon besser. Zeit fürs Bett. Ah, so gemütlich. Oh, ich habe so gut geschlafen. Alles ist so verschwommen. Wo ist meine Brille? Schon besser. Nein, ist es nicht. Mein Gesicht ist voller Pickel. Ah! Was soll der Lärm, Schatz? Ich meine, hi, Schatz. Ich sehe schrecklich aus. Okay, wir müssen was tun. Du brauchst nur etwas Make-up. Keine Sorge. In der Regel reicht schon ein bisschen Concealer aus. Glaubst du wirklich? Nein. Niemals! Schauen wir weiter. Oh, das könnte helfen. Was ist das? Das sind Pickelkleber. Die sind echt praktisch. Ich klebe sie einfach auf deine Pickel. Zum Glück haben wir viele davon. Wir werden sie brauchen.
Das war's? Entspann dich noch nicht ganz. Okay, nimm sie ab. Sie lassen Pickel verschwinden. Schluss mit Akne. Schau selbst. Wow, was für eine Art von Zauberei ist das bitte? Großartig, danke Mama. Gern geschehen, Schätzchen. Ich liebe dich. Toller Sportunterricht, Klasse. Ab in die Duschen mit euch. Ich stinke echt. Ich freue mich schon so drauf. Beeil dich. Hopsi. Ah, das tut gut. Oh, oh, los. Hey. Seltsam. Na, egal. Ich ziehe mich besser an. Ich kann nicht im Handtuch rumlaufen. Hä? Meine Kleider. Wo sind sie hin? Oh nein. Das ist gar nicht gut. Ah. Moment. Ich nehme den und den. Sieht irgendwie ganz gut aus. Stell dir nur vor. Konzentration. Es muss doch etwas zum Anziehen geben. Oh, diese Yogamatte könnte helfen. Sie hat die richtige Länge. Ups, ich hoffe, mich sieht niemand. Das ist echt peinlich. Hä? Was ist das? Wow, genau, was ich brauche. Mich darf nur niemand sehen. Nur noch ein kleines Stückchen. Wow, was für Muskeln. Vielleicht treibt mein künftiger Freund ja auch Sport. Fast geschafft. Hey, psst. Gut, ich nehme sie einfach. Schon besser. Fehlen nur noch Hosen. Ich muss mir was einfallen lassen. Ich hab's. Zeit für ein paar Änderungen. Ich schneide einmal durch den Hoodie. Ich muss ganz vorsichtig sein. Sieht gut aus. Jetzt kann ich es umdrehen und es als Rock tragen. Ich stecke es hinten zusammen und befestige ihn mit einem Gürtel. Echt niedlich. Vielleicht sollte ich das zu meinem Beruf machen. Ah, ab zum Unterricht. Was für ein toller Streich. Das gibt's nicht. Wie hat sie das geschafft? Hä? Was ist denn hier passiert? Ehrlich gesagt will ich es nicht wissen. Oh, ein Kunde. Hallo. Hey. Was will ich haben? Ich nehme diesen Kuchen bitte. Okay. Wo soll ich mich hinsetzen? Ich liebe Kuchen. Oh, Alex, hi. Er ist so lustig. Ich hoffe, sie hat mich nicht gesehen. Darf ich mich zu dir setzen? Sorry, aber der Platz ist nicht frei. Meine Tasche, weißt du? Oh, okay. Kein Problem. Das war gemein. Hier, noch ein Stück Kuchen hilft. Ich weiß nicht. Mehr! Alles begann mit einem kostenlosen Kuchen. Das war der beste Tag meines Lebens. Nein, danke. Ich wollte dich nur aufmuntern. Wow. Ich liebe dein Make-up. Oh, danke. Kannst du mir zeigen, wie das geht? Du brauchst nur Gabel und Löffel. Du machst Witze, oder? Nein, lass uns loslegen. Platziere den Löffel über deinem Auge und trage am oberen Rand entlang Eyeliner auf. Fülle den Rest einfach freihändig aus. Es geht total schnell und einfach. Nun zur Gabel. Halte sie in einem Winkel und male zwischen den Zinken. Das erzeugt einen Flügeleffekt. Jetzt muss ich nur noch über die Kanten des Lids fahren. Okay, kommen wir nun zum Glitzer. Das sieht einfach immer gut aus. Fertig. Lass mich doch die Haare richten. Wow, das sieht richtig großartig aus. Ich fühle mich so hübsch. Danke. Kein Problem. Und nun los. Stimmt. Hey, Alex. Wow. Gabby? Ich habe dich vorhin ja gar nicht gesehen. Willst du mit mir zu einer Party gehen? Oh, die sieht lustig aus. Ja, warum nicht? Ich habe ein Date. Perfekt, die Luft ist rein. Genau wie geplant. Hey, bist du da? Pünktlich wie ein Uhrwerk.
Nicht bewegen. Nice. Wie sehe ich aus? Wunderbar. So ist es viel besser. So eine doofe Regel. Das Schild kann doch weg. Gut aufpassen. Das hier braucht ihr für den Test. Ich hasse Mathe. Die Lehrerin ist abgelenkt. Das ist meine Chance. Wo ist es? Mathe ist spannend, hm? Na los. Hab ich dich. Ashley? Hi. Was machst du da? Ich? Gar nicht. Ich hab dich im Auge. Puh, das war knapp. Ich muss mich beeilen. Nope, das ist es nicht. Aha, niemand wird was bemerken. Ashley? Hände auf den Tisch. Okay, zufrieden? Kein Unfug mehr. Boah, die ist aber mies drauf. Aber sie hat nichts über meine Füße gesagt. Zum Glück mache ich Yoga. Gleich bin ich da. Das ist tricky. Oh nein. Schon wieder, Ashley. Ich hör zu. Okay. Das war knapp. Wenigstens habe ich mein Make-up. Hey, die Stiftbox bringt mich auf eine Idee. Das wird gut. Nimm den Deckel ab und die Stifte heraus. Dann gib Kleber auf die Spitze eines kleinen Stifts. Dann kommt der Stift in den Deckel. Dasselbe machst du mit den anderen Stiften. Mach weiter, bis der Deckel voll ist. Dann versteckst du dein Make-up darin. Es kommt nur rein, was wichtig ist. Und Deckel obendrauf? Meine Make-up-Box für die Schule. Keiner wird mich erwischen. Hey, ist das Make-up? Darin ist alles, was ich brauche. Genau das Richtige für einen schnellen Look. Echt genial, oder? Eine coole Idee. Ich war einkaufen und habe so einen coolen Lidschatten gefunden. Oh, ich bin voll neidisch. Willst du mal sehen? Mega schön, oder? Oh, tolle Farben. Oh, den hätte ich auch gerne. Du darfst ihn dir ausleihen. Danke. Oh, hallo, Sir. Mädels, ihr seid zu spät. Kein Make-up? Stimmt etwas nicht? Nein, alles gut. Und was versteckst du da? Nur meine Hand. Da stimmt doch was nicht. Zeig mal her. Nein, da ist wirklich nichts. Gib schon her. Na gut, mein Lidschatten. Ashley, lass los. Aber der gehört mir. Leute, das ist mega schräg. Du, los ins Klassenzimmer. Sorry. Lass los, Ashley. Gut, eine Ablenkung. Wie kindisch. Deine Lidschattenpalette kannst du in einem Schulbuch verstecken. Mit einer Schere schneidest du eine Form aus. Achte darauf, dass es dieselbe Form ist wie die Palette. Den Rest klebst du auf die Buchseite. Ungefähr so. Und dekoriere die Seite für einen persönlichen Touch. Und um das Make-up zu verstecken. Bist du bereit für die Schule? Keinen Schritt weiter. Dreh dich um. Kein Make-up. Gut, du darfst rein. Perfekt. Ich meine, okay. Hey, alles okay bei dir? Mir geht's gut. Wow. Cool, oder? Fehlt nur noch ein Pinsel. Jetzt kann ich mich schminken. Bücher sind doch eigentlich ganz nützlich. Du siehst toll aus. Willst du im Buch lesen? Hi, Miss. Ich bin mit dem Test fertig. Wirklich? Ich habe viel gelernt. Mal sehen. Okay, gut gemacht. Cool bleiben. Danke. Was hast du da im Gesicht? Was? Ich habe keine Ahnung, was sie meinen. Ist das Make-up? Nein, ich muss weg. Warte, dreh dich mal. Ich habe kein Make-up. Seltsam. Du kannst gehen. Ich liebe diesen Look. Wow. Wieso ist sie geschminkt? Natürliche Schönheit. Aber ich habe ein dunkles Geheimnis. Spulen wir mal zurück. Sie ist abgelenkt. Zum Glück bin ich vorbereitet.
Nimm einen Radiergummi und schneide die Ecken mit einer Schere ab. Du brauchst nur ein kleines Stück. Dann klebst du Kleber auf ein Wattestäbchen und drückst das Stück Radiergummi darauf. Dann malst du das Stück mit Eyeliner an. Alles muss schön schwarz sein. Genau so. Ich bin bereit. Das wird ein genialer Lidstrich werden. Und nun die andere Seite. Perfekt. Okay, gut gemacht. Dafür sollte ich eine 1 kriegen. Wo setze ich mich hin? Der Platz sieht gut aus. Nein, geh weiter. Ich muss mich beeilen. Aus dem Weg! Mach Platz, Nerd! Das ist mein Platz. Ich war aber zuerst hier. Such dir einen anderen Platz. Ist das dein Ernst? Okay, dann zeig mal, was du kannst. Na los, trau dich. Das wird dein sicherer Untergang. Schere, Stein, Papier, los! Ach so, ja. Yes, gewonnen! Sorry, Loser. Oh, Ashley ist die Schlimmste. Na, heulst du jetzt? Dieser Platz ist ideal. Genau neben den Ordnern. Nimm einen Ordner und schneide ihn hinten auf. Gib Kleber auf die Rückseite. Klebe die Rückseite etwa so an. Stelle den Ordner auf die Seite und klebe abgeschnittene Ordner daran. Wiederhole das mit mehreren Ordnern. Zum Schluss kommt ein Halbierter dazu. Das war eine geniale Idee. Mein geheimes Make-up-Fach. Dort ist alles, was mein Herz begehrt. Dafür braucht's nur ein bisschen Kreativität. Ich musste hier sitzen. Schließlich will ich gut aussehen. Und wie sehe ich aus? Wow, wie geht das denn? Neidisch? Oh nein! Ist das Make-up? Wo ist meine Brille? Diesen Stift habe ich gesucht. Was zum... Schon gut. Ich liebe diesen Lidschatten so sehr. Oh, Mann, bin ich müde. Gleich geht die Stunde los. Oh, hey. Ich dachte, du wärst ein Geist. Sehr lustig. Du bist irgendwie bleich. Ach was, ich sehe immer so aus. Sie braucht meine Hilfe. Ich habe doch bestimmt hier was für sie dabei. Aha, der wird nützlich sein. Oh, eingeschlafen. Hey, wach auf. Was ist denn? Hier für dich. Kleber? Wow, wie lieb von dir. Drück mal drauf. Okay, aber ich weiß, wie Kleber aussieht. Hä? Was ist das denn? Ist das Make-up? Ist das eine Art Zauberei? Hier. Nimm das. Für etwas Farbe im Gesicht. Okay, aber ich bin verwirrt. Nimm eine leere und saubere Kleberflasche und entferne den Deckel. Und dann füllst du deine Lieblingsfoundation hinein. Fertig. Dann kommt der Deckel oben drauf. Ein Notfallfläschchen mit Foundation. Ah, schon kapiert. Danke. Kein Problem. Das ist so viel besser. Wie sehe ich aus? Sehr gut. Danke dir. Und heute ist erst Montag. Uah. Wow, der Typ ist ja voll süß. Ach herrje, er winkt mir zu. Hi. Warte. Warum gehst du darüber? Och, ich bin so bescheuert. Und es geht immer weiter. Wow, was ist das denn? Hat denn jemand fallen lassen oder so? Wer es findet, der behält's. Schaut jemand? Mich beachtet sowieso keiner. Was ist hier drin? Wow! Ich glaube, die Dinge haben sich gerade geändert. Und endlich sehe ich alles klarer.
Mal sehen, wie die Leute jetzt auf mich reagieren. Ob mich jemand bemerken wird? Wow! Darf ich dich zum Unterricht begleiten? Oh, stell dich hinten an, Kumpel. Ach, schau ihn dir an, wie er da steht. Er weiß nicht mal, dass ich existiere. Und er ist auch so schlau. Ich bin total in ihn verknallt. Ach, ist das seine Freundin? Hey. Aha. Was findet er nur an ihr? Wahrscheinlich eine Menge. So werde ich nie aussehen. Hey, Baby. Ew, warum muss ich in der Mitte sitzen? Wenigstens sitze ich neben meinem Schwarm. Nur schade, dass ich praktisch unsichtbar bin. Hallo, Hübsche. Der ist für mein Ein und Alles. Gibst du ihn weiter? Hä? Zu ihm. Okay. Jedenfalls. Was bin ich, dein Postbote? Was steht da überhaupt drin? Oh, ernsthaft? Ich will ihm den nicht geben. Ach, das nervt voll hier. Oh. Was? Oh, sie hat mir Küsse geschickt. Und zurück. Als ob Schule nicht schon hart genug wäre. Ich bin's echt leid, so zu leben. Du bist so hübsch. Nein, du bist so hart. Das ist voll nervig. Werd ich je so aussehen wie diese tollen Mädels? Mit diesen vollen Lippen. Vielleicht kann ich aber doch was tun. Mein Haar braucht auch nur mehr Volumen. Lippenstift ist ein guter Anfang. Ich trage lieber gleich etwas mehr auf. Wunderschön. Jetzt kann ich auch diesen Kussmund machen. Sind meine Lippen echt so dünn? Ich komme einfach nicht weiter. Blöder Lippenstift. So ärgerlich. Ich komme mit den offenen Haaren nicht klar. Hey, warte mal. Vielleicht helfen die mir bei meinen Lippen. Das Blut muss reingepumpt werden. Aha, sieht schon besser aus. Und jetzt warten. Okay, das sollte reichen. Die sehen gut aus. So voll und knackig. Ganz anders als meine dünnen Lippen. Perfekt. Ich fühle mich schon richtig selbstsicher. Ach, ihr beide schon wieder. Ich weiß nicht, was so lustig ist, aber okay. Zwei können dieses Spiel spielen. Hä? Was ist das? Wow. Sie hat mir einen Kuss geschickt. Wir sehen uns später, Babe. Wow, ist sie neu hier? Hey, gib her. Nein, Baby, ich liebe nur dich. Ja, ich bin froh, dass wir endlich zusammen abhängen. Wow, danke. Wie wär's mit einem Kuss? Okay. Was ist los? Er ist schon da? Oh Mann, ich hab voll verpennt. Warum hat der Wecker nicht geklingelt? Ich muss mich beeilen. Oh nein. Mein Gesicht sieht schrecklich aus. Nein. Okay, bleib ruhig. Ich krieg das hin. Ich brauche nur ein paar Augenpads. Was? Dann muss es kaltes Wasser tun. So kalt. Was? Ist ein Versuch wert, oder? Schwellungen verschwindet. Autsch. Ich habe immer noch dieses Morgengesicht. Hallo? Hä? Ist das die Tür? Na gut. Ich erwarte zwar niemanden. Ja, komm rein. Okay, folge mir einfach. Du kannst hier warten, okay? Fühl dich wie zu Hause. Puh, warum klappt nichts? Schätze, es ist, wie es ist. Die ist doch cool, oder? Wie bist du hier reingekommen? Er hat mich noch nicht gesehen. Ich brauche nur ein paar Minuten. Schatz? Wovor hast du Angst?
Schatz? Lass mich in Ruhe, Mama. Die Teenies von heute. Was ist los? Mein Gesicht, Mama. Oh, das habe ich auch schon mal erlebt. Aber ich kenne einen kleinen Trick. Ich und meine Freundinnen haben das immer gemacht. Alles, was du brauchst, ist eine Gurke und Reibe. Siehst du? Wenn du fertig bist damit, tränke Wattepads darin. Zwei Hälften, eins für jedes Auge. Sind sie vollgesaugt, geht's los mit dem Abschwellen. Wisch die Tränen weg. Was? Die wirst du gut gebrauchen können, Schatz. Augenpads? Oh, wow! Die sind auch schön kalt. Jetzt komm aus dem Kühlschrank raus. Meine Augen fühlen sich schon viel besser an. Ich denke, das reicht auch schon. Und? Wow, sie sind wieder normal. Aha, und jetzt beeil dich. Sorry, dass ich dich habe warten lassen. Das Warten hat sich aber gelohnt, oder? Wow, die duften wirklich fantastisch. Ich hoffe, ich habe genug gemacht. Perfekt gebacken. Mein Meisterwerk. Oh ja, sieht hot aus. Offen oder zu? Diese Frisur passt definitiv. Woohoo! Oma, ich hab dir Kekse gebacken, Bärchen. Oma, ich gehe auf eine Party. Vielleicht später, okay? Entschuldigung. Was ist das für eine Party? Gehst du dahin? Aha. So sieht es besser aus, Schatz. Oma, könntest du bitte nicht? Lass mich das noch wegmachen. Ugh, hör auf. Ich brauche deine Hilfe nicht. Diese Jugendlichen haben keinen Respekt mehr. Ich schufte in der Küche und wofür? Eine Party? Oh nein, sie hat ihre Handtasche vergessen. Ohne die kommt sie nicht weit. Oh, Schatz. Ich denke, ich bin hier richtig. Oh, da ist sie. Oh, warte. Deine Tasche. Oh, Mann. Meine Beine sind nicht mehr so schnell wie früher. Hallo, meine Enkelin hat ihre Tasche vergessen. Kann ich sie ihr geben? Nur Schüler. Ich verstehe, aber es ist wichtig. Ein Spiegel? Aber wofür? Ich verstehe nicht. Angst vor ein paar Fältchen? Na gut. Diesen Blödsinn kann ich nicht glauben. Ich wollte nur helfen. Oh. Warte, wetten, dass hier Make-up drin ist? Ich schau mal nach. Oh, was ist das für ein Apparat? Sieht interessant aus. Ich probiere den mal. Das fühlt sich ja richtig gut an. Meine Haut ist jetzt viel glatter. Wow, das hat's voll gebracht. Ich sehe jetzt ziemlich gut aus. Das Ding behalte ich. Oh, und was haben wir noch? Ein Pulli? Hey, der passt super. Gibt's hier noch mehr für mich? Oh. Stopp. Du kommst mir bekannt vor. Wo habe ich dich schon mal gesehen? Naja, geh schon rein. Woohoo! Honigbär. Was? Oma? Ja, genau. Du hast deine Handtasche vergessen. Und da ich schon mal hier bin, vielleicht willst du einen. Oma, was soll ich mit denen? Hey, die scheinen mich beliebt zu machen. Oh, erinnerst du dich an das Mädchen mit dem hässlichen grünen Pulli? Ih, der war wirklich schlimm. Oh, Entschuldigung, darf ich durch? Oh, vielleicht haben sie mich nicht gesehen. Schule ist schon hart genug. Auch ohne die Sorgen, ob die Leute einen mögen oder nicht. Ich gehe lieber zum Unterricht. Ich will ja nicht zu spät kommen. Oh, was? Oh, sorry. Ups. Willst du mich verarschen? Oh, was? Guck dir das an. Total nass. Du hast mein Lieblings-T-Shirt ruiniert. Oh,
Tut mir leid. Ich werd gehen, okay? Unglaublich. Sie ist echt schlimm. Das wird sie büßen. Ich erledige meine Hausaufgaben, sonst werde ich es vergessen. Sie wird pitschenass. Der werden wir es zeigen. Das wird großartig. Los! Voll erwischt. Das war perfekt. Oh nein! Meine Hausaufgaben sind ruiniert. Oh, ich hasse es, unbeliebt zu sein. Oh, Physik. Du bist die Beste, wie ich dich liebe. Keine Panik, sie ist nur ein Mädchen. Okay, heute ist der Tag. Du schaffst das. Ich bin mutig und gestehe Wendy meine Liebe. Tief durchatmen und los. Wow, ich habe sie noch nie berührt. Wendy, entschuldige. Hi. Kann ich dir helfen? Ich habe diese Blume für dich. Was, wirklich? Du hast mir Blumen mitgebracht? Wirklich? Oh, ich danke dir. Gern geschehen. Ich habe sie gesehen und an dich gedacht und wie sehr du Botanik magst. Oh, das ist so süß. Nicht so süß wie du. Warte, was machen die Nerds da? Oh, was? Wendy bekommt Rosen, obwohl ich hier bin? Oh, das ist doch... Ich kann nicht mal... Das macht mich so wütend. Hey, was steht da am schwarzen Brett? Mal sehen. Oh, ein Blumenlieferservice. Oh, das könnte die Antwort auf mein Problem sein. Das ist so interessant. Klopf, klopf. Ich habe Blumen für eine glückliche Dame dabei. Was? Wow. Ja, diese Reaktion bekomme ich öfter. Jemand aus dieser Klasse bekommt diese schönen Rosen. Oh, lass es mich sein. Das wird fantastisch. Diese Blumen sind für Wendy. Oh, das bin ich. Oh. Bist du glücklich? Yep, diese Blumen sind für dich. Du gehst sie besser holen. Okay. Bitte sehr. Oh, danke, ich habe noch nie Blumen geschickt bekommen. Oh, sie riechen so gut, so duftend. Oh, vielen, vielen Dank. Es ist meine Arbeit. Trinkgeld bitte. Warte, was? Trinkgeld? Ja, ich bin ein Lieferjunge. Siehst du, steht auf der Mütze. Komm schon, lass was rüberwachsen. Lieferung? Aber ich dachte, du schenkst mir diese Blumen. Ich bring sie nur von A nach B. Das ist so peinlich. Warum passiert mir immer sowas? Ich glaube, ich habe ein paar Münzen irgendwo. Lass mich nachschauen. Also, das ist kein Geld, aber vielleicht reicht's. Hier, für dich. Hey, willst du mich veräppeln? Was ist das? Du gibst mir Trinkgeld in Knöpfen? Tut mir sehr leid, ich habe nichts anderes. Schon gut, genieß deine Blumen. Mann, ich brauche einen anderen Job. Erst fühlte ich mich gut und jetzt fühle ich mich mies. Ich will diese Blumen gar nicht mehr. Oh, du hättest dein Gesicht sehen sollen. Hey, Mindy. Willst du diese Blumen? Nimm sie. Warte, du willst mir deine Blumen geben? Ja, klar. Oh, jetzt fühle ich mich wie ein Idiot. Ich war so gemein zu ihr. Oh, sorry, Wendy. Schon gut. Oh. Hat das noch jemand gesehen? In diesem Job siehst du alles. Oh, verhalte dich professionell. Diese Party wird toll werden. Wow, was hast du denn da an?
Oh, Mindy, du siehst toll aus. Du weißt definitiv, wie man sich für eine Party anzieht. Selbst deine Schuhe sind stylisch. Oh, warte. Du kannst nicht einfach reingehen. Diese Party hat eine Höhenkontrolle, so wie im Vergnügungspark. Außer wir wollen keine kleinen Kinder reinlassen. Ist das wahr? Komm, lass mal sehen, ob du groß genug bist. Stell dich einfach an die Wand. Mal sehen. Das ist eine wissenschaftlich genaue Messung. Oh ja, du bist definitiv groß genug. Geh rein, die Party wartet auf dich. Hey John, wir sprechen uns später, okay? Hi! Oh, du hast mich fast zu Tode erschreckt. Wow, du kannst dich echt gut ranschleichen. Also dann schauen wir mal. Ist das dein schickes Outfit? Merkwürdige Strümpfe und Turnschuhe. Findest du, es sieht gut aus im Ernst? Hey John, guck dir die mal an. Ich weiß. Na gut, komm her, damit ich deine Größe checken kann. Okay. Du bist nicht mal nah dran. Was? Aber die Party. Sorry. Du musst dir einen anderen Ort zum Feiern suchen. Kannst du bitte eine Ausnahme für mich machen? Was hast du gesagt? Ich muss mich verhört haben. Bitte, 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 bitte. Nein, wenn ich sage, dass du nicht reinkommst, dann kommst du auch nicht rein. Verschwinde! Wenn du das so sagst, bist du furchterregend. Beweg dich! Uff, Leute! Na gut, dann eben nicht! Ich gehe! Ach, das ist so unfair! Ich wollte sowieso nicht zu dieser blöden Party! Ich wette, da wimmelt es nur so von fiesen Leuten. Wie sie. Aber was mache ich jetzt? Es muss was geben, was ich tun kann. Hey, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, das wird auf jeden Fall klappen. Ich ziehe meine Schuhe aus und rolle meinen Strumpf runter. Dann ziehe ich ihn vom Fuß. Aber ich muss weiterrollen. Ich rolle meinen Strumpf komplett ein. Er soll wie ein Donut aussehen. So geht's. Jetzt ist mein Strumpf schön kompakt. Und jetzt stecke ich ihn in meinen Schuh. Und dann schlüpfe ich mit meinen Füßen rein. Geschafft! Versuchen wir's. Was für ein Unterschied! Das war eine gute Idee. Die Strümpfe in meinen Schuhen machen mich größer. Los geht's! Ich möchte gerne zur Party, bitte. Du wieder? Ich hab gesagt, verschwinde. Warte! Prüf meine Größe, bitte. Oh, gut. Aber es wird keinen Unterschied machen. Aber nur zu. Oh. Siehst du? Du bist genauso groß wie vor. Warte. Du bist größer. Ich kapier's nicht. Was ist hier los? Das ist seltsam. Regeln sind Regeln. Du kannst reingehen. Ja, Party, ich komme. Geh einfach rein. Ich raff's nicht. Wie ist sie so schnell gewachsen? Sie muss tolle Gene haben. Bis dann, Mindy. Bye. Hi, Mindy. Ist okay, wenn ich mich hier hinsetze? Pass auf, Nerd. Oh, oh, oh nein, meine Brille. Oh, oh, ich kann ohne nicht sehen. Wo ist sie? Sie muss hier irgendwo sein. Nein! Das hat sich nicht gut angehört. Lass es nicht meine Brille sein. Meine Brille? Ich habe sie knirschen gehört. Oh nein, die Gläser sind zersplittert. Was mache ich jetzt? Warum meine arme Brille? Oh mein Gott! Was heulst du denn?
Schau! Meine Brille ist kaputt! Oh ja. Ich verstehe. Das ist echt übel. Naja, manchmal passiert sowas. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass mir immer was Schlechtes passiert. Warte kurz. Hey, ich glaube, ich habe eine Idee. Wendy, ich werde dein Problem lösen. Was? Aber wie? Oh. Als erstes brauchen wir ein Plastikbesteck. Und einen Föhn, der auf heiß gestellt ist. Benutze den Föhn, um das Plastikmesser zu erwärmen. Jetzt, wo das Messer warm ist, ist es biegbar. Siehst du, es bricht nicht und wenn das Messer abgekühlt ist, behält es seine Form. Als nächstes brauchen wir eine Klebepistole. Ich mache einen Klecks Kleber auf das Ende des Messers, ungefähr hier. Das sollte reichen. Mach das auch ein zweites Mal. Jetzt kleben wir die Spitzen einfach zusammen. Genau so. Wenn der Kleber trocken ist, ist es ein Stück. Schau, wir haben eine Brille aus Plastikmessern gemacht. Bitte, Wendy. Also, die ist zwar nicht nach Rezept, aber schaden wird's nicht. Naja. Okay, ich probiere sie aus. Was kann schon passieren? Oh, wow! Ich weiß nicht wie, aber mit der fühle ich mich besser. Wie sehe ich aus? Wow! Weißt du was? Die steht dir voll gut. Hör mal, Wendy. Was? Wir machen uns jetzt an die Arbeit. Es wird Zeit für ein Umstyling. Als erstes muss das Outfit weg. Wow, besser! Rosa ist definitiv deine Farbe. Ich rocke das. Wow, Mindy, unglaublich! Ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Aha. Dann lass es uns tun. Ich wollte schon immer diesen Tanz mit einem beliebten Mädchen machen. Wow, Wendy, du kennst alle Moves und das Timing. Ich habe zu Hause vor dem Spiegel geübt. Und die Abschlusspose. Wir haben es geschafft, Mindy. Geschafft, geschafft, geschafft. Oh, sorry. Ich habe mich hinreißen lassen. Spinner. Habe ich was gesagt? Egal. Ich habe jetzt diese coole Brille. Das sieht toll aus. Ich liebe diesen Farbton. Sieht so natürlich aus. Mein Make-up muss perfekt sitzen. Warte, was ist das? Oh! Oh mein Gott! Ist das Wendy? Sie sieht aus wie eine Leiche. Oh, das ist nicht gut. Geht's dir gut? Soll ich den Krankenwagen rufen oder gleich den Bestatter? Ich habe so einen Hautton noch nie bei einer lebenden Person gesehen. Ugh. Guten Morgen, Mindy. Schön, dich zu sehen. Richtig. Bitte saug mir kein Blut aus. Ah, oh, ich sagte guten Morgen. Stimmt etwas nicht? Machst du Scherze, Wendy? Schau dich nur an. Aber mach dich auf was gefasst. Mach den Spiegel nicht kaputt. Oh, oh nein! Was stimmt mit meiner Haut nicht? Du hast recht. Meine Haut sieht so blass aus. Schau mich an. Bin ich schon immer so blass? Und ich hab's nur nie bemerkt? Ja, das hast du leider. So ist das Leben. Nicht jeder ist mit einem tollen Tag gesegnet. Oh, aber du hast Glück. Denn ich kann dir helfen. Ich weiß, was zu tun ist. Und ich lass dich toll aussehen. Ich brauche nur mein Werkzeug. Ich glaube, ich habe alles. Ich brauche Babyöl und Make-up. Und dann noch diesen Stick. Als erstes kratze ich was von dem Make-up mit dem Stick ab. Ich will daraus Puder machen. Dann wird's Zeit für den nächsten Schritt. Jetzt kommt das Babyöl und seine Magie. Wir müssen den Deckel vom Öl abnehmen.
Und jetzt kommt da das Pulver rein. Mit dem Stick schaufle ich etwas von dem Pulver rein und dann verteilt es sich im Öl. Schau dir das an. Ich mache den Deckel wieder drauf. Der muss aber fest sitzen, denn jetzt wird geschüttelt. Schau mal, das Öl hat Farbe bekommen. Hübsch. Hey, Wendy, schau, was ich habe. Es wird dich beeindrucken. Die Antwort ist in dieser Flasche. Die Lösung für deine Krise. Sie hilft gegen dein blasses Problem. Hier, für dich. Bist du sicher, dass das klappt? Vertrau mir. Trag einfach was auf deine Haut auf und du wirst toll aussehen. Okay. Ich kann's ja mal probieren. Mach schon. Ich fang erstmal mit einem bisschen an. Ich gieße es in meine Hand. Ups, nicht zu viel. Okay. Jetzt muss ich's machen. Ich muss es auftragen. Also los. Was habe ich schon zu verlieren? Ich reibe es auf meine Wange. Wow! Meine Haut fühlt sich so weich an. Und dann noch auf meinem Arm. Warte mal. Ich habe ja zwei Arme. Das wäre peinlich, wenn ich es nicht gleichmäßig einreibe. Wow! Ich kann's nicht glauben. Das klappt sehr gut. Ich sehe weniger blass aus und ich strahle in einem tollen Glanz. Wunderschön. Oh. Du hattest recht, Mindy. Das hat mir sehr geholfen. Aha, du strahlst so doll, meine Augen. Oh. Meine Haut sieht so schön aus. Das gefällt mir. Zeit für Unterricht. Oh, ach du meine Güte. Das ist wohl die Sonne in meiner Klasse. Wo ist meine Sonnenbrille? Hey, was ist denn das für ein Flyer? Oh, wow, eine Tanzchallenge. Wie aufregend. Ich muss mich direkt vorbereiten. Was ist das da? Eine Tanzchallenge, was? Ja, das gefällt mir. Hier, nimm mein Handy. Komm schon, film mich. Okay, ich hab kurz Zeit. Zeit, meine Tanzmoves auszupacken. 1, 2, 3, your attention's all I need. 4, 5, 6, don't let it slip. At 24, 7, all I do is procrastinate. Hey, wer hat denn das da hingelegt? Das ruiniert meinen ganzen Tanz. Und jetzt das Finale. Du hast es besser als aufgenommen, Jennifer. Ja, okay. Sieht ganz gut aus. Hey, Annie, kannst du auch ein Video von mir machen? Du willst, dass ich dich aufnehme? Niemals. Oh, hey, David. Hey, Annie, filmst du Jennifer? Oh, ja. Sie holt nur gerade ihr Handy raus. Okay, Jen. Her damit ich dich filmen kann. Bring mir das schnell über die Bühne. Wie langweilig, ich bin schon... Was? Was zur... Puh, danke fürs Aufnehmen, Annie. Ja, das war richtig gut. Ich kann dir das nicht einfach so einreichen lassen. Upsi, ich habe dein Handy fallen gelassen. Oh, tut mir echt leid, Jen. Ja, es ist mir einfach aus der Hand gerutscht. Ach, die Klingel. Ich muss zum Unterricht. Ja, bis später, schätze ich. Mann, ich hoffe, mein Handy ist okay. Nein, der Bildschirm ist komplett zerbrochen. Ach, Mist. Dieser Tag ist echt im Eimer. Oh, ich liebe dieses Lied. Ah, ich kann sogar noch lauter singen, wenn ich den Föhn anmache. Weißt du was? Das schreit nur so nach Tanzen. Ja, genau so. Das ist richtig. Ich bin... oh, Annie. Ich hab dich gar nicht kommen sehen. Warum fuchtelst du in einem Bademantel rum? Ach, du hast gesagt, du würdest meine Kleider bügeln. Also mach das gefälligst.
Sowas Einfaches bekommst du doch bestimmt hin. Och, Amy ist einfach grauenvoll. Und dann mache ich diesen Move. Ich war fast zu spät für die Tanz-Challenge. Ja, ich hatte keine Zeit, mich umzuziehen. Das mache ich jetzt direkt. Oh, gut, dass ich clever genug war, dieses Kleid einzupacken. Oh nee, wo kommen denn bitte die ganzen Löcher her? Ach, Jin, was ist denn mit deinem Kleid passiert? Wie ist denn bitte die Schere hier reingekommen? Ach ja, das tut mir wirklich leid für dich. Aber eine gute Entscheidung von mir, ihr Kleid zu ruinieren. Okay, ich bin dran. Zeit, einen Preis abzuräumen und berühmt zu werden. Mann, was mache ich denn jetzt? Moment mal, vielleicht kann die Schere mich auch retten. Okay, Jin, tanz dir einfach die Seele aus dem Leib. Und jetzt ist es Zeit, mein neues Outfit zu präsentieren. Was? Oh, Jin kann so viel Glück haben. Und gerade wenn sie denken, dass ich fertig bin, mache ich das. Oh mein Gott, die Leute rasten ja völlig aus. Oh, ich kann es nicht glauben. Wie konnte Jin so gut sein? Oh, ich fühle dieses Lied förmlich. Zeit für ein bisschen tanzen. Ich bin unglaublich gut drauf. Was ist das? Jin? Wow, schau dir die Moves an. Die ist ja unglaublich. Ich werde sie fragen, ob... Oh, ouch. Mein Gesicht und mein Stolz. Oh nee, David, alles okay? Weißt du, welchen Tag wir haben? Wie lautet dein Name? Ich habe dich tanzen gesehen. Du bist großartig. Ich konnte gar nicht wegschauen. Jin, darf ich dich um einen Tanz bitten? Was ist dein Lieblingstanzstil? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses zu abonnieren.